Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Four Holy Pogos. Erneut ein Keen 1 Level Pack von dem guten Paco Castor oder so ähnlich. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ihr fragt euch eventuell, Mann von Shikari Netzwerk, warum spielst du eigentlich schon wieder ein Commander Keen 1 Level Pack? Naja, das hat den Grund, weil das letzte mir nicht so zugesagt hat. Ich werde das zu Ende spielen, keine Sorge. Eventuell im Stream, eventuell nein, keine Ahnung. Vielleicht wird auch hier draus ein größeres Projekt. Kommt ein bisschen auf die Länge der Level an, weil es gibt 10 an der Zahl. Und ein bisschen was ist anders, aber schlussendlich ist es eher ein Level-Pack als ein Mod. Hat aber auch eine kleine Änderung. Ich glaube zumindest die World Map ist anders und wir begeben uns ins Spiel und hoffen einfach mal, dass es etwas weniger traumatisierend wird wie das letzte. Genau, so. Wir müssen offenbar wieder Schiffteile suchen und haben direkt ein Level vor uns, das wir spielen müssen. Wir haben noch kein Pogo. Wir haben auch keine Munition. Das heißt, ich muss das alles bedenken. Oh, Junge. I see. Ich sehe schon, was das Problem hier am Anfang sein wird. Okay, ich muss die beide hier hinlocken. Weil ich muss diese Keycard irgendwie kriegen. Irgendwie. Oh, Junge. Ja. Okay. Wunderbar. Wir haben eine von, I don't know, eventuell 4 Keycards. Ich sehe da drüben zumindest eine. Okay, was erwartet uns hier? Ich hoffe nicht irgendwie der ein oder andere Garg, weil offensichtlich haben wir keine Munition. Okay. Ich muss sagen, es war einfach bisher oder relativ einfach. Ich würde sagen, für Anfänger ist es definitiv bereits schon a little bit too much und irgendwo muss hier Munition versteckt sein. Oh, aha. Wir haben keine Munition. Das heißt, wir sollten erstmal woanders lang gehen. Und wir sollten vielleicht Munition finden oder alternativ Wege, wo wir keine Munition benötigen. Okay, I see. Okay, bisher ist das okay. Ich würde sagen, das ist bisher okay. Die Garks lassen sich umgehen. I mean, die muss ich doch umgehen können, oder? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Den da kann ich definitiv umgehen, oder? Da drüben sind jetzt wahrscheinlich auch nur Punkte. Oh, das ist Exit. Hä? Warum ist denn da das Exit? Oh, ich habe da gerade eine Idee, warum da das Exit ist. Aber okay, die gelbe Kiek. Ah, okay. Oh, wow. Wir haben das gemacht, um an Punkte zu kommen. Okay. Nun, immerhin durfte ich zeigen, dass ich das Spiel dann selbst in der Vortigen-Trilogie beherrsche. Und wir haben hier ein bisschen was. Okay. Ice Level, darauf freue ich mich überhaupt nicht. Ihr wisst natürlich wieso. Ihr wisst wieso. So, was erwartet uns hier? Wir haben immer noch keinen Pogo. Das finde ich verdammt
unglücklich, dass ich keinen Pogo habe, aber ich habe so im Gefühl, dass wir hier einen bekommen müssen, weil ich komme hier an gewisse Dinge halt ansonsten gar nicht dran. Beispielsweise komme ich auch hier gar nicht dran. Also ich gehe mal davon aus, diese ganzen Schreine haben alle einen Pogo, oder? Eventuell. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Das Ding sagt gar nichts. Okay, hier könnte man also quasi zurückkommen und mit dem Pogo sich Punkte holen. I guess, eventuell gibt es hier auch keinen Pogo. Das würde mich allerdings wundern. Okay. Ich wusste, es muss irgendeinen Haken geben. Da kommt man auch nur mit dem Pogo hin. Okay, das da ist schon ein bisschen schwieriger. Okay, das Exit. Oh, wow. Hatte ich den Pogo in der Luft wieder deaktiviert? Ich weiß es nicht. Okay, hier gab es kein Pogo. Aber irgendwo muss man ein Pogo bekommen, weil einige Punkte kann man nur mit dem Pogo aufnehmen. Okay. Okay. Oh, das war... Okay, das war unser erster Tod. Ist okay. Ist an einer Stelle, die nicht ungefährlich ist. Wow. Ich bin an einer Stelle gestorben, wo nur Punkte sind. Okay. Okay. Okay, das scheint der Macher auch gern zu tun. Okay. Munition. Bei zwei Charging Guards. Ach ja, jetzt weiß ich, was das Problem eben war. Ich hab ja noch gar keinen Pogo. Ich wollte den Pogo aktivieren, aber ich habe keinen Pogo. Okay, das da endet most likely nur mit dem Tod. Würde ich gerne mitnehmen, kann ich aber nicht. Interessante Struktur. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden will, dass man theoretisch einen Pogo irgendwo bekommen kann, aber man kann die Level auch ohne spielen, also ähnlich wie Keen 1 natürlich, und ja, man kann die allerdings auch wunderbar damit spielen und hat dann da eventuell den ein oder anderen Bonus, aber das hier heißt ja Four Holy Pogos, also sollte es dann nicht irgendwie vier davon geben. Oh, Munition. Munition finde ich gut. Dass ich immer noch keinen Pogo habe, finde ich tendenziell eher nicht gut. Wir sollen hier sterben. Da ist das Exit. Ah ja. Okay, was haben wir denn hier oben? Ich weiß halt nicht, ob ich da Munition investieren sollte. Ey, komm, wir investieren mal einen Schuss und gucken mal, was wir hier haben. Hier können wir ja theoretisch einfach drüber springen. Da ist eine Keycard. Naja, ich meine, die sind hierher gekommen, um Commander Keen zu spielen. Also werden wir das auch einfach mal tun. Ja, ich meine, wir haben Munition bekommen. Wir haben immer noch drei Schuss. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Wir haben Leben bekommen. Da kann man sich durchspacken. Aber wo ist denn bitte eine gelbe Tür? Was war hier eigentlich nochmal am Anfang? Ah ja. Ah ja. Ach ja, genau. Die gelbe Tür ist irgendwie da unten beim Garg, ne? Na, irgendwie hier unten. Ja, ich drücke zu fest. Ich drücke immer noch zu fest. Das war besser. Okay, was ist hier? Na komm.
Okay. Tatsächlich nur Punkte. Ist okay, wir haben zwei Schuss am Ende dann trotzdem gut gemacht. Das ist okay, es ist okay. Und der perfekte Abstauber nochmal am Ende. Aber wir haben immer noch nicht das gefunden, was wir eigentlich finden sollten. Und zwar den Pogo. Will ich noch ein Eislevel spielen jetzt? Nicht unbedingt. Ach so, das hier sind gar keine Level. Wie viele Level haben wir überhaupt schon gespielt? 4, wenn ich es richtig sehe. Okay. Das ist auch nur. Na komm, wir gehen jetzt einfach mal an dieses Level und, keine Ahnung, finden eventuell einen Pogo. Wir finden Munition. Das ist nie gut. Aber hätte ich das gewusst, dass hier Munition ist, wäre es clever gewesen, vielleicht zuerst hier lang zu gehen. Okay, ich weiß auf jeden Fall. Ich. Ja, ihr wisst, wie sehr ich das nicht leiden kann. Aber wir haben schon wieder keinen Pogo. Zumindest hier in den ersten Leveln nicht. Wow, diesmal ist er einfach darunter gefallen. Sehr schön. Okay. Den erledigen wir einfach mal, because why not? Ist da irgendwas hier von Interesse? Punkte. Keine Ahnung, was da oben ist. Okay, wir brauchen hier eine Keycard. Ja, das war nicht so smarties von mir. Moment, das ist auch nicht smart. Ich muss mich schussbereit halten, weil er jederzeit chargen könnte. Was er diesmal nicht getan hat. Auch so ein bisschen random. Auch gut zu wissen, dass wir gleich da oben drüber gehen können. Weil dann muss ich wieder diesen Weg da unten nicht unbedingt nehmen. Okay, wir sollen sterben. Okay, das ist noch mehr. Moment, ist das nicht irgendwie dumm, wenn der da. Wow. Nice try, my friend. Nice try. Okay, ich hoffe mal, die Person hat genug Schuss hier hingelegt oder hinterlassen, um das Level, sagen wir mal so, einigermaßen hinzukriegen. Okay, hier habe ich schon ein Problem. Okay, das ist. Ich komme da nicht drauf. Okay, ich hoffe mal, dass derjenige, der vor 4-5 Jahren das hier gemacht hat, daran gedacht hat, dass man auch die Level ohne Pogo machen kann, wenn man schon sein Ding hier vor Pogo, vor Holy Pogos nennt. Komme ich da überhaupt hoch? Ich komme da nicht hoch. Okay, ich komme aber hier hoch. Ich sehe da nichts. Okay. Oh, da ist ein Pogo. Hey, aber. Okay, I see. Ist halt die Frage, ist es das wert? Ist es das wert? I don't know. Ach so, ja stimmt, das ist ja eine Tür. Eine Tür, das ist richtig. Okay.
Okay, das war tatsächlich cool. Das war wirklich cool. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Pogo wieder aufpassen, weil der Pogo treibt mich persönlich immer dazu, etwas schnell zu spielen. Was natürlich nicht so Smarties ist. Okay, muss ich da ho hin, da hoch? I don't know. Maybe, yes, maybe no. Na komm, mein Freund. Zack. So, ich versuche trotzdem weiterhin mal auf den Pogo weitestgehend zu verzichten. Wenn es sich. Oh, yo. Yo, 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 yo. Nein. Och, come on. Och, come on. Okay, ich glaube, ich muss doch mal speichern. Ja, noch ist es nicht Zeit für die konzentrierte Position. Das Gute ist, wir haben den Pogo jetzt von Anfang an. Das heißt, das Level sollte jetzt ein bisschen umgänglicher werden. Ich sag extra ein bisschen umgänglicher, weil der Vortekinder der war schon gemein platziert. Not gonna lie. Okay. Ja, da möchte ich nicht unbedingt lang gehen. Da kämpfe ich doch lieber gegen einen Vortigen. Okay. Immer schön schussbereit halten. Hier war doch auch so ein Clown da oben, ne? Na komm. Wie auch immer die da runterfallen können. Weiß keiner. Sollte ich vielleicht mal hier lang gehen? I don't know. Eventuell, ich werde mir auf jeden Fall die Munition da holen, weil bisher war der Mod relativ sparsam, was das betrifft. Beziehungsweise das Level Pack. Na komm, mein Freund. Hallo. Geht doch. Wir werden mal ganz kurz gucken. Oh. Are you serious? Okay, da sind nur Punkte, wie mir scheint. Wir gehen jetzt einfach mal ganz weit weg von den Vortigans. Gehen einfach mal hier entlang. Na komm. Wir haben viel Schuss. Wir können jetzt mal ein bisschen. Ah, I see. I see. Okay, wir müssen scheinbar doch da lang. Da oder wo die guten alten Miesmuscheln sind, deren Name mir nicht einfällt. Okay, wir laufen diesmal einfach mal hier durch. Okay, da kommt man quasi. Oh wow. Das war jetzt nicht geplant. Da kommt man auf jeden Fall lang, wenn man den Pass nimmt. Der beste Pass. Gut, dass wir ein Leben bekommen haben. Okay, hier ist scheinbar nichts. Also muss ich hier lang, wo die sind? Die Vorti-Clowns. Bester Name überhaupt, Vorti-Clowns, oder? Das war schon fast ein Premium-Witz. Wir haben gar keine rote Keycard, oder? Ah, da ist bereits die rote. Hier unten ist das, was ich denke, was hier ist, oder? Oh, Junge. I am sowas von hier weg. Ja, ihr könnt da gerne bleiben und sonst was treiben. Ja, interessiert mich nicht. Ich nehme den ersten Gegenstand mit und wir gehen hier raus. Für das Level habe ich viel zu lange gebraucht. Solange, dass ich mir denke, es wird Zeit für das allererste Eislevel.
Wow. Das war sehr gut gemacht. Das war erstklassig. Ah, Junge. Muss ich dahin? Das ist die Frage aller Fragen. Bisher musste ich da ja nie unbedingt lang. Aber es gibt von allen Dingen ein erstes Mal und nee. Ich sehe hier halt gar nichts. Also erstmal hierhin. Okay. Sollte ich dahin? Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt einfach mal ignorieren. Ich meine, das ist etwas weniger nervig, muss ich sagen hier. Okay, das Level ist scheinbar ziemlich groß. Und oh Junge, Junge, Junge. Noch mehr Spaß mit solchen Maschinchen. Ein ziemlich langes Level vom Gefühl her. Ich frage mich gerade, ob ich hier großartig viel verpasse. Ich sehe hier halt nichts. Okay, ich sehe hier auch nichts, weil hier nichts ist. Okay, was zur Hölle? So, ich dachte mir, einfach durchgehen, weil bevor ich schon wieder sterbe, wäre es ein bisschen uncool. So, einfach mal gerade Double Save, weil ein Eislevel geschafft. Into the next one. Okay, wir brauchen da eine gelbe Keycard. Wo auch immer die hier sein möge. Ich fühl mich auf jeden Fall deutlich sicherer mit fast 40 Schuss. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal so viel Munition brauche, ist eher unwahrscheinlich. Das ist Munition. Und da gibt es Gegner. Ja, das sagt mir, hol dir doch die Munition. Es könnte sich lohnen. Okay, was ist hier? Noch mehr Munition. Okay, da oben ist Tod und Verderben. Diese Level sind ja unglaublich riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Da unten war ich nicht weitergelaufen. Was ist hier unten? Eine blaue Tür. Und so eine Eiskanone. Gehen wir mal möglichst weit weg von Eiskanone. Und bevor ich wirklich noch in den Rhein springe, erledigen wir den mal. Ich meine, wir könnten theoretisch hier runterfallen und dann wäre es schlecht, wenn der da noch wäre. Okay. Bösartige Eiszapfen. Sind mal am besten nicht so wahnsinnig, um da lang zu gehen. Okay, was erwartet uns hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, hier haben wir den Butler-Robot. Ist da drüben eine Keycard oder so? Ich habe halt so ein Gefühl, dass da drüben. Wollte gerade sagen, ich habe ein Gefühl, dass da drüben gar nichts ist, aber. Jo, nö. Okay, ich nehme alles zurück, was. Oh, wow. Was die Munition betrifft. Ja. Ich behaupte das Gegenteil. Fühle mich mit den 40 Schuss doch nicht mehr so sicher. Das Problem ist, die verhalten oder bewegen sich sehr, sehr unvorhersehbar. Deswegen muss man bei denen echt vorsichtig sein. Okay. Also zwei oder einen Schuss? Einen Schuss noch. Also zwei insgesamt. Wunderbar. Ist hier noch ein zweiter Clown?
Please don't. Oh, what? Ich musste da nicht mal hin. Okay, ich muss aber hier irgendwie runter. Sehr gut gemacht, Mann. Von wahrscheinlich wäre es leichter gewesen, einfach dahin zu gehen, so den regulären Weg quasi. Apropos regulärer Weg. Wenn ich da nicht zufälligerweise lang gegangen wäre, um die grüne Keycard zu holen, dann ja, wäre es hier gar nicht mehr weitergegangen. So. Gut, dass ich die erledigt habe. Ja, weil ansonsten hätten wir jetzt vielleicht böse überrascht werden können. Wie viel Munition habe ich noch? Genau 40. Ja, mein Problem ist dann noch, ich könnte ja theoretisch noch sterben. Ich meine, so unrealistisch ist das jetzt auch wieder nicht. So, wo will ich lang? Ich weiß grob, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, welcher Weg der geschickteste wäre. Ich glaube, ich habe den geschicktesten Weg bereits gefunden. Also bereithalten zu feuern, weil Tod und Verderben potenziell. Ich sehe da unten halt gar nichts. Okay, da kommt man raus. Aber was ist hier unten? Ein Pogo. Also habe ich das Ganze gemacht wegen einem Pogo. Naja, ich meine, das heißt ja Four Holy Pogos, also ist es nur nachvollziehbar, dass hier ein Pogo ist? I don't know. Maybe, maybe not. Okay, kann es sein? Also, ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Muss ich darüber? Gute Frage, nächste Frage. Ich will, dass er ein bisschen weiter wegfährt und dann schießt. Aha. Wozu brauche ich denn jetzt eine gelbe Keycard? Oh Junge! Ach ja, klar, am Anfang. Wow, mein Gedächtnis ist echt Müll. Also. Hoppala. Das war sehr smart. Mein Gedächtnis ist echt nicht so gut. Ist einem vielleicht bereits aufgefallen. Wo war denn das? Das war hier, oder? Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Level, auch wenn es einen so ein bisschen querbeet schickt. Würde mir aber nicht mehr gefallen, wenn hier ein Charging Guard kommt. Kennt ihr das? Ihr sagt etwas in dem Moment passiert ist. Aber ich meine, das war ein abgetrennter Bereich. Das ist noch okay. Das wiederum finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Aber noch schaffe ich das. Haben wir überhaupt noch eine rote Keycard? Wir haben noch keine zweite rote Keycard. Oh nein. Ich meine, wir wissen jetzt immerhin, dass wir nur die gelbe Keycard da oben benötigen. Ich finde es aber trotzdem nicht cool, da so einen Gegner da zu platzieren. Zumindest, wenn man den vorher halt nicht sieht. Wir haben jetzt unser Leben wiederbekommen, aber
Wir kriegen halt die Zeit nicht wieder, die ich gerade in dieses Level investiert habe. Und das war nicht gerade wenig Zeit. Moment, ich glaube, wir hatten gar keine rote Keycard hier, oder? Ja, doch, wir hatten keine rote Keycard. So. Ich meine, wir wissen jetzt immerhin, wo wir nicht hin müssen. Das ist ja eigentlich auch schon mal etwas. Also vieles ist hier halt quasi dann doch nur dafür da, für den Fall, dass man keinen Pogo bisher hat. Was ja theoretisch passieren kann. Vor allem, wenn man das Level vor dem anderen Level spielt. So. Wir haben hier wieder die Feuerstelle. Ich muss sagen, dieser Mod, ich weiß auch nicht, warum ich immer Mod sage, obwohl es ein Level Pack ist. Dieses Level Pack ist schon etwas schwieriger. Also das wäre schon nichts mehr, was ich irgendwie Anfängern empfehlen würde. Aber naja. So, wir müssen vorsichtig sein. Wie viele sind hier? Mindestens zwei, ich habe schon einen gesehen. Also noch einen. Okay, noch ein dritter. Hier ist doch garantiert noch ein dritter. Und die Punkte für den Fall, dass ich sterben sollte. Ich hoffe aber, dass ich nicht sterbe, weil ansonsten machen wir hier tendenziell Minus. Ah, hier ist die Keycard. Okay. Das ging jetzt glücklicherweise relativ schnell, so schnell, dass ich die Punkte hier noch mitnehme. Ich meine, ich bin jetzt so ein bisschen unglücklich hier in einem Level gestorben, aber naja. Wir haben auch jetzt die Hälfte und vor allem die Eis-Level. Das ist mir persönlich wichtig. Aber es gibt bestimmt noch welche, oder? Da unten ist nämlich noch ein Eislevel. Ja, da unten ist noch ein Eislevel. Machen wir das Eislevel. Ja, noch ist nicht die Zeit erreicht oder der Zeitpunkt erreicht, wo ich sagen würde, dass wir einen Break machen. So. Wieder viel Munition. Das ist kein gutes Zeichen. Für gewöhnlich nicht. Okay, da komme ich so nicht hoch, aber so. Wollte jetzt eigentlich, dass der runtergelaufen kommt. Kam er aber nicht. Ah, konnte er gar nicht. Okay, den lassen wir jetzt einfach mal da drüben. Weil diesmal werde ich erstmal gucken. Okay, wir haben viele Gags. Irgendwie habe ich das schon kommen sehen. Ich habe das irgendwie schon kommen sehen. Weil ich den nicht abgeschossen habe. Aber jetzt ist es quasi in Ordnung. Weil wir haben hier ganz, ganz viele Schüsse. Okay. Oh wow, ich habe das wegen einen verdammten Teddybär gemacht. Okay, wir wissen auf jeden Fall, da müssen wir nicht lang gehen. Wie mache ich das denn? Na, irgendwie so. Irgendwie so. Ich liebe dieses Eis. Okay. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich merke nämlich, meine Stimme versagt. Vielleicht hätte ich doch einen Break machen sollen. Hm. Aber mal abgesehen von dem Tod eben, macht es tatsächlich Spaß. Also das muss ich sagen. Und das passt perfekt zu dem Wochenende, dass es mal etwas länger geht. Oh Junge, oh mein Gott. Oh mein Lord, ist das... Oh mein Gott, die Passage hat echt Spaß gemacht gerade. Ich meine, ich mag normalerweise solche Passagen gar nicht, aber das war gerade spaßig.
So, du darfst mal gehen. Was haben wir hier oben? Oh, please. Kein Tod und Verderben. Viele Punkte. Und wir brauchen einen blauen Schlüssel. Okay, wo kriegen wir den blauen Schlüssel her? Aha, von hier? Nein, nein. Auch hier nicht. Was haben wir hier? Vielleicht sollte ich die erschießen. So für den Fall, dass dann Garg ist. Ist dann Garg? Jetzt habe ich auf einen Jorb geschossen. Okay, da ist der dritte Pogo. Ich würde es natürlich nicht cool finden, wenn ich diese Passage von eben umsonst gemacht hätte, weil dafür ist die schon etwas schwierig gewesen. Aber eventuell gibt es hier ja da oben eine Abkürzung, also dass man theoretisch auch von hier kommen kann. Die Frage ist, die ich mir stelle, abgesehen von dem Dai. Okay, das sieht aus wie die Stelle, wo die Keycard... Oh, ich hab mich... Nein! Ich hab mich im letzten Moment in die falsche Richtung gedreht. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Weil wir eben da unten lang gegangen sind. Okay. Noch ein Garg. Was haben wir hier? Keine Ahnung, warum ich den erschossen habe. Wahrscheinlich Reflex. Okay. Ich meine, ich habe trotzdem plus Schuss gemacht, aber definitiv nicht plus Leben. Okay. Also... Das war close. Wunderbar. Okay, dann haben wir die blaue Keycard für die hier unten. Ich muss auch sagen, so im Großen und Ganzen ist das hier sehr, sehr sparsam. Oh, wow. Ernsthaft? Okay, das war ein unnötiger Tod. Vor allem, ich hätte ja einfach ins Exit gehen können, aber nein, ich, wow, ich habe mich sogar gerade ein bisschen erschreckt. Ich wollte nämlich gerade diesen, Mod, beziehungsweise dieses Level-Pack loben und dann sterbe ich, weil ich, sehr, sehr smart bin. Kann ich nicht einfach hier oben lang gehen? Oder, ich glaube, ich bin hier oben lang gegangen. Ernsthaft. Okay. Auf den letzten Metern werde ich hier aber nochmal ordentlich veräppelt. Also wenn ich nochmal auf diese Art und Weise sterbe, sollte ich mich vielleicht damit auseinandersetzen, doch nochmal zu speichern. Weil ansonsten gehen mir vielleicht noch die Leben aus. Das wäre nicht so schön. Ich meine, ich könnte auch mal hier unten lang gehen, oder? Ich glaube, hier bin ich noch gar nicht lang gegangen, oder? Ist da noch so ein Dulli, der auf mich charged? Okay, scheinbar gerade nicht. Okay. Ihr kennt das Spiel. Wir werden uns einfach mal random an dem rächen, obwohl er nichts dafür kann, dass ich wie ein Vollidiot in den Rhein gesprungen bin. So quasi. Ja, sinnlose Tode muss es auch geben oder so. Gibt es ja quasi eigentlich zuhauf bei mir. Apropos sinnlose Tode. Hm.
Ja, die lieben chargenden Gargs und wir haben noch ein Leben bekommen. Also ist am Ende nicht ganz so dramatisch mit den Toten. Wir kriegen nämlich relativ viele Punkte. Ich muss sagen, insgesamt ist das ein echt spaßiger Mod. Und ja, ich werde wohl dabei bleiben, das ein Mod zu nennen, obwohl es eigentlich ein Levelpack ist. Damit müsst ihr nur leben. Okay, den hätte man jetzt nicht unbedingt da benötigt, aber okay. So, wir haben noch sage und schreibe 2 Level. Wenn ich nicht so verschwenderisch mit meiner Zeit gewesen wäre, hätten wir die vielleicht sogar schon gespielt. Ich würde mal sagen, heute passend zum Wochenende gibt es einen XXL-Part. Muss ja auch mal sein, würde ich behaupten. Weil ich glaube, ein zweiter Part lohnt sich bereits nicht mehr. Okay. Bei der Größe der Level, finde ich, ist hauptsächlich schwierig, genau, das zu finden. Die Keycards. Die finde ich schwierig zu finden. Aber was hat jetzt auf Anhieb funktioniert? Ist halt... Oh. Wir haben... Kann ich ja durchschießen. Oh, I can. Moment, kann der da raus? Nee, oder? Okay, wir brauchen eine gelbe Keycard. Ja, ich schätze mal, die ist irgendwo oben oder unten. Ja, das war ein guter Satz auf jeden Fall, weil ich meine, schlussendlich muss die ja quasi irgendwo hier sein. Oh. Das war knapp. Okay, wir haben auf jeden Fall inzwischen mehr als genug Munition. Ich glaube, auf Munition... Ah, da, sieh mal einer an. Auf Munition könnten wir theoretisch inzwischen pfeifen. Theoretisch. Ich meine, ich würde die wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, genauso wie ich die Punkte mitnehme. Nur für den Fall eines Todes. Da ist bereits das Exit. Okay, ich habe das Gefühl, wir holen wieder nur die Sachen, die wir für den... Nee. Ich habe kurz gedacht, wir würden nur etwas holen für den Pogo-Schrein, aber das ist tatsächlich gerade hier. Ja, ihr kennt das, ne? Ihr wisst das, dass ich absolut kein Fan von Plein-Jumps bin. Es sah halt wie ein sehr pleiniger Plein-Jump aus. Das tut mir leid, den werden wir uns jetzt nämlich nicht angucken können. So. Moment. Wenn er so da steht. Ich meine, wir haben so viel Munition, wir können... Hallo? Okay, es ist vielleicht... Hallo, springst doch mal. Wow. Danke. Hatte irgendwie keine... Oh, 2 auf einen Streich. Egal. So, wo brauchten wir die grüne Keycard jetzt? Das ist irgendwie... Ich glaube nicht, dass wir es da benötigen, wo wir den Blind Jump haben. Weil da ist wahrscheinlich irgendwo da unten der Pogo. Der, war das schon der vierte? Ich glaube, das war bereits der vierte. Ich glaube, 3 Stück haben wir insgesamt eingesammelt. Und da ist noch eine Keycard. Okay. Okay. Und wir haben ein Leben. Okay, ich wollte eigentlich nicht ganz nach unten fallen. Da ist ein Weg. Lass uns mal diesen Weg nehmen. Okay. Wir lassen den jetzt einfach mal hierher kommen, weil... Alles weitere dürfte problematisch enden.
Okay, der kann sich tatsächlich durchspacken, obwohl er gefühlt viel zu groß ist. Wow. Habt ihr diese Reflexe meinerseits gesehen? Okay. Ah, das ist das Exit. Ja, in dem Fall würde ich mal sagen, ciao Kakao. Wir haben alle Parts bis auf einen. Wir haben aber auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das Level da unten. Und das ist bereits das finale Level. Das speichern wir nochmal ab mit über 100 Schuss. Also wir sollten eigentlich auf der sicheren Seite sein. Und dann begeben wir uns das letzte Level von diesem sehr, sehr spaßigen Level Pack. Verzeihung, das hat man hoffentlich nicht gehört. Oh, meine Katze ist gerade aufgestanden. Die muss dann eventuell warten. Also theoretisch hätte man zwei Parts hier draus machen können. Aber ebenfalls theoretisch hätte ich auch besser spielen können. Dann wäre das Ganze hier, I don't know, gefühlt deutlich kürzer. Also wie viel kürzer kann ich nicht sagen. Eventuell 15 Minuten kürzer. Ah, brauchen wir eine Keycard. Ich würde mal sagen, die beiden erledigen wir schon mal, weil da kommen wir bestimmt noch mal hin. Ist hier unten etwas? Ich glaube, da kam ich einfach nur her. Ist hier oben irgendwas? Mein Problem mit dem Level gerade so ein bisschen, hier könnte mir jederzeit etwas auf den Kopf fallen. Ich meine, ich muss die nicht erschießen. Aber es wäre wahrscheinlich besser, das zu tun. Okay, war die Keycard schon von hier unten? Nee, oder? Oh, doch. Doch, doch, doch. Okay, dann können wir bereits weitermachen. Wir werden übrigens jetzt alles erschießen, was uns in die Quere kommt. Because we can. Kann sein, dass ich mich am Ende jetzt doch ein bisschen beeilen muss wegen der Katze. Aber das war natürlich nicht eingeplant. Okay, schön. Ich habe hier bei solchen Dingen immer das Gefühl, da fällt mir gleich ein Garg auf den Kopf. Wahrscheinlich, weil das jederzeit passieren könnte. Okay. Ah, okay. Das ist irgendwie nett. Das ist nett. Okay, Katze steht bereits vor der Tür. Oh, wow, das war close. Man darf diese Clowns nicht unterschätzen. Ja, Techer, du wartest jetzt einen Moment. Eventuell schaffe ich das ja in kürzester Zeit. Na, vielleicht auch nicht. Gesundheit, Techi, Gesundheit. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Okay, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Weil ich muss ja quasi zweimal schießen und keiner davon sollte in dem Moment chargen oder zu nah an mir dran sein. Ja. Okay, ich lasse mal eben meine Katze raus und dann machen wir das nochmal richtig zu Ende. So, da bin ich wieder. Katze ist draußen. Und dann können wir jetzt in Ruhe nochmal das hier spielen. Ah, der war hier noch nicht. Der kommt erst. Wir nehmen ein paar Punkte mit, weil, naja, der eine oder andere Ark, sage ich schon. Ja, Ark the Garg in New Orb City, ihr kennt das noch. Eventuell, weil ich habe jetzt inzwischen auch versucht auszublenden. Bei den Gargs bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, weil die halt ja so springen können und einen dann durchaus mal überraschen.
Von daher schauen wir einfach mal. Kommt hier nicht irgendwie auch so einer? Bestimmt. Einfach mal erledigen, bevor es ein Problem wird. Auch erledigen, bevor es ein Problem wird. Und schwupps haben wir auch schon wieder die rote Keycard. Die Level sind ja relativ groß, aber lassen sich tatsächlich recht schnell spielen. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich gut. Ich meine, ich bin nicht immer so ein großer Fan von Leveln, die relativ stark auf Garg setzen. Aber ich muss sagen, hier geht es. Aber die eine Stelle finde ich natürlich ein bisschen problematisch. Wir alle wissen, welche Stelle ich meine. Könnte ich den nicht einfach so theoretisch erschießen? Ein bisschen schwieriger wird es, aber ich sag einfach mal, dass wir den regulären Weg nehmen. Okay. Wahrscheinlich ist es cleverer. Oh ne, es sind generell dann noch zwei. Ja, die Stelle finde ich ein bisschen blöd, weil die Gargs halt sich, wie gesagt, random bewegen. Ah, jetzt habe ich tatsächlich sogar beide mit einem Schuss erwischt. Und weil die sich halt so random bewegen... Moment. Muss man den nicht so fallen lassen oder so? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt dagegen schießen. Hier noch einer. Natürlich ist hier noch einer. Wohin gehst du? Hallo? Wohin wollte der denn jetzt? Habe ich überhaupt eine grüne Keycard? Nee, habe ich nicht. Okay, wir haben ein Leben. Das ist gut. Wohin gehst du? Wohin will dieser Garg? Egal, wir lassen den Garg jetzt Garg sein. Brauche eine Keycard. Da, genau, die da brauche ich. Lass mich raten, die ist beim Wortigen Commander. Ah. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich gegenschießen, dass das nochmal einstürzt? Okay. Ja, der Sprung sieht einfach aus, ist es aber gar nicht. So, die Punkte da unten lasse ich jetzt einfach mal Punkte sein. Genau wie den Garg dort unten. So, die wahrscheinlich letzte Passage. Erwartet uns hier. Oh Junge. Das ist nicht unbedingt jetzt die beste Stelle, um zu sein. Okay, was haben wir hier? Ein Blind Jump. Okay, es war nicht ein ganz so schlimmer Blind Jump. Warum ist das hier so konzipiert, dass ich nicht sehe? Ah, das wiederum fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt einfach nicht sehe, wo ich... Wow, sehr schön gemacht, Mann von Chicago Netzwerk. Dass ich halt nicht sehe, wo ich hingehe. Das muss ja... Oh. Das muss ja... irgendwie beim Playtesten noch irgendwie aufgefallen sein, oder? Ah, da oben ist das Everclear und das Exit. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Ich habe alle erschossen, habe mir noch die Punkte geholt und wunderbar. Wir holen uns das Everclear, wir holen uns auch noch die letzten Punkte und dann haben wir es. Das war 4
Holy Pogos. Ja, fast eine ganze Stunde, die ich dafür benötigt habe. Und ja, das war tatsächlich ziemlich cool. Hat ein paar Gegnerschwächen, wie man das halt so gewohnt ist, aber insgesamt war das sehr, sehr spaßig. Sogar so spaßig, dass ich das gar nicht auf zwei Parts aufteilen wollte, sondern ich habe mir irgendwie gedacht, ja komm, nee, das machst du jetzt noch. Ja, das war irgendwie cool, das machst du jetzt auch noch. Und das war wirklich ein Levelpack, wo ich sage, ja, Mission erfüllt. Das will man auf jeden Fall an einem Stück spielen. So, das war's für jeden heute. Heute mal ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch ein restliches, wunderschönes und vor allem super tolles Wochenende. Habt dann auf jeden Fall dann noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und dann hoffentlich auch einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Aber da versuche ich auch euch noch ein bisschen zu unterstützen, indem es dann natürlich wieder am Montag auf meinem Kanal weitergeht. Und ich würde sagen, so wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut.